So, hallo und herzlich willkommen zurück zu, ja, einem kleinen Kurz-Info-Video oder einem weiteren, ja, es geht auf jeden Fall jetzt weiter. Ihr seht, es hat sich sehr, sehr viel verändert in der, also vor dem Schnitt, also vom Schnitt her, denn ich hatte, oder ich habe circa 2 Stunden aufgenommen. Muss dann feststellen, scheiße, die Aufnahme ist komplett hin. Ich konnte das nicht irgendwie wiederherstellen. Also habe ich es dann lieber auch gelassen und will jetzt hier wieder weiterfahren. Und dass mir das nicht wieder passiert, das ist wirklich 15, dass jetzt genau wieder 2 Stunden flöten gehen, werde ich wieder Parts machen. Das heißt, wir können maximal wieder 15 Minuten fehlen und das ist natürlich nicht so viel. Und wird nicht so schmerzhaft sein. Also gut, wir starten jetzt hier wieder rein. Und übrigens, die Musik muss ich auch noch auswechseln, denn ich habe wieder Urheberrechtsprobleme bekommen. Aber ich glaube, die Musik ist gar nicht so schlimm. Und wie ihr seht, kohlemäßig gibt es uns sehr gut. Ich habe in letzter Zeit hier, ja, Strom produziert, leider. Sind wir nur noch 7 zur Verfügung, das heißt, wir müssen irgendwann mal später noch... Nach langer Suche haben wir den Kompass gefunden. Ah, das Trockendock, genau. Das Trockendock brauchen wir... Ich muss wieder suchen, da hier. Für... Für die Aufgabe. Was für eine ungewöhnliche Idee. Ich werde auf. Wir müssen jetzt hier einen Trockendock bauen mit allen Verbesserungen, die hier überhaupt möglich sind. Und ich werde jetzt noch etwas sagen, wieso es überhaupt zu diesem... Ein Diplomat der Alliierten lag mir in den Ohren. Tropico soll an einer großen Offensive, Gegenoffensive oder Flucht teilnehmen. Unklar, was genau er meinte. Ja, Verwalter oder General? Einfach nur jemanden schicken, damit dann uns irgendwann die Kohle... die müssen wir noch an die Straße anbinden. Und ich werde jetzt wirklich jetzt mich daran halten, 15 Minuten Parts zu generieren oder zu gestalten. Da es wirklich... Ja, ein bisschen an... Ja, ich will jetzt wirklich nur noch 15 Minuten Parts machen, da ich mich so besser kontrollieren kann und natürlich auch sagen kann, hey, komm, scheiß drauf. Die letzten 5 Minuten sind flöten gegangen. Ich hatte Probleme mit Audioaufnahmen, es hat nur noch so wie diese Ventilatoren hier waren, wirklich meine Audiostimme. Und wir haben hier Neues hingebaut, haben wir... Eine Schmuckfabrik. Ja, wir haben da die Kohle. Haben wir ja Klima. Haben wir hier gemacht, den Klimatrockner? Ja. Und ich benutze wieder lizenzfreie Musik von YouTube selber. Also da muss ich mir jetzt keine Sorgen mehr machen für die Kackmusik hier. Und ich habe jetzt mal alle Reggae-Musik aus der Playlist genommen und ja mal, oh scheiße, haben wir wieder Quests. Das eine heißt, perfekte annehmen. Geschäftsgelegenheit. Riesige Gewinne aus dem Unglück anderer zu machen. Sowas liebe ich. Ah. Sowohl die Alliierten als auch die Achsenmächte brauchen dringend Nachschub. Wir können also große Profite machen, weil sie nicht Nein sagen können. Aufgabe explodieren sie 5000 Eisen. Wenn die Aufgabe annehmen, wird die... Wir haben sie da, wo wir sie haben wollten. Nun ist es Zeit, unseren Erfolg zu genießen. Ich hätte... Haben wir überhaupt Eisen? Das ist die nächste Frage. Hier haben wir überall Gold. Und hier Kohle. Oh, Eisen. Ja, dann ab die Post hier. Hafenlage, Umspannwerk, Parkplatz, Infrastruktur, Bergwerk, Eisen. Nur eine Straße, damit alles korrekt aus ist.
Nicht so eine 60 Straße. Hier muss ja irgendwas sein. Konserven? Oha. Ja, wir haben hier ich habe jetzt die letzten zwei Stunden hier ein paar Sachen angenommen. Ja. Und noch einen Leuchtturm hier hingebaut. Weil es einfach nur Quest war und der Quest leicht zu befruchten war. Präsident, es tut mir leid, aber wir haben nichts entdeckt. Vielleicht können wir gegen eine kleine Lohnerhöhung etwas finden. Sagen wir 20%. Dann kann ich sicher ein paar brauchbare Bestechungsmethoden formulieren. 5% mehr und Sie bekommen ein Lehrbuch, mit dessen Hilfe die Bürger Tropikos den Touristen noch mehr Geld aus der Tasche ziehen können. Oh, Zollamt freigeschaltet. Okay. Hallo, ich will mal hier. So, Forschung haben wir jetzt. Wir haben in das letzte Mal schon ein paar Forschungen mehr gemacht, das muss man so sagen. Und Schmuck haben wir ja letztens, Buchhaltung. Ja, okay, warten wir noch mal, bis die dann fertig sind hier. Also die Bilanz, wenn wir hier mal nachschauen, wir haben zwar letztens Ausgaben gemacht, weil wir das Trockendock gemacht haben und die vielen Verbesserungen, aber wir haben eigentlich oder Korruption haben wir sehr, sehr viel. Verfügbaren Strom. Oh yeah, ich liebe es. Ja. Dumpty dumpty rump dump 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 jump 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 jump. Haben wir irgendwas, was wir von Eisen verarbeiten können? In irgendwelche Luxusgüter? Vielleicht in der Schokoladenfabrikation? Nee, natürlich nicht. Militärbasis. Oh, da muss ich noch was dazu sagen. Wir haben hier eine Militärbasis umgebildet, natürlich. Die Revolution an sich ist schon Belohnung genug. Doch wir pflücken auch gerne ihre Früchte. Können wir jetzt Mietskasernen bauen? Ich weiß nicht. Der Wahltag rückt näher, Präsident. Haben wir es wahrscheinlich auch abgeschlossen, aber na gut. 70%? Was ist denn hier gerade los? Religion geht den Bach runter. Nein, so das wollte ich. Religion. Religion. Ein paar Kliniken kommen wirklich, müssen wir noch hinbauen, weil die sind ja wahrscheinlich da oben, die wir mal gebaut haben, sind ja wahrscheinlich voll. Geburtsraten. Braucht man ehrlich nicht. Ah, haben wir schon hier schon? Gut. Gesundheitsversorgung. Gesundheitsversorgung. Müssen wir wirklich was machen? Nee, nicht einmal nach Baumenü. Klinik kann man dann irgendwann. Krankenhaus. Ah, erst im Kalten Krieg. Ah, auch da geht ja noch ein bisschen. Monatstechnisch gesehen. Oder jahrestechnisch gesehen. Stahlwerk. Eisen und Kohle, warte mal nicht. Stahl. Aber wir müssen die Eisen in dem Sinne abbauen. So, wir haben hier ganz, ganz viele Manager, die wir einstellen können. Zahl mit den Kunden, Gebäudeeffizienz, Stadt um 5. Forschungsprogramm hast du Gebäudeeffizienz. Forschungsproportional zur Gebäudeeffizienz. Den Forschungspunkte. Geil.
Irgendwas noch mit Forschung? Bergwerk und Öl? Bergwerk und Öl, wo war das? Wir haben einen besonderen. So. Ist mal hier mein. Ein brillantes politisches Kabinettstück. All unsere Probleme sollten jetzt gelöst sein. Mit der Betonung auf sollten. Wo war das jetzt hier? Genau. Holzfäller, genau, war richtig. Wegen Dingens hier, der Einständigen, genau. Der Magnat. So, noch 5000 Eisenbrüssel, dann haben wir's. Ach du Scheiße. Es scheint, als gingen die Kriege in Europa endlich zu Ende. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Alliierten die Achsen... Am Ende des Tages müssen wir uns auf neue Weltordnung vorbereiten. Wir sollten Verträge beide Seiten abschließen und sicherstellen, dass unser Kampfhalt auf die Geschichte dieser Schuld in die Schuhe schieben wird. Schließen Verträge mit Achsenmächten und den Alliierten ab. Es scheint, als gingen die Kriege... In diesen so turbulenten... Das Oberkommando der Achsenmächte war sehr unhöflich, während ich mit ihnen verhandelt. Ja! In diesem Part sind wir dann noch in den Kalten Krieg eingestiegen. Wir haben die Chance, den Ausgang der nächsten Wahlen zu beeinflussen. Hola, Tropico. Ich habe großartige Neuigkeiten. Die Dinge ändern sich und jetzt ist es Zeit für den Kalten Krieg, Leute. Tja, ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es ist ja immer heiß hier in Tropico. Sollte ja, also und wir sind im Kalten Krieg und... Yay! Wir müssen... das weiß ich doch längst. Ich bin ja hier sehr gut dran und... Auf der Straße sagte mir ein Mann, dass das Heil... Ein religiöses Gebäude. Klopft. Haben wir jetzt noch mehr zur Verfügung? Weil wir sind ja jetzt... Ach du Scheiße. Kathedrale? Cool. Fett hier hin. Flomp. Da müssen wir auch gerade die Verfassung... was gefällt unseren Politiker hier nicht? UdSSR, Demokratie, da finden aber die wieder gut. Visumprogramme. Scheiße. Arbeiterparadies. Okay, wir könnten das Arbeiterparadies ändern. Was sagen jetzt die, die UdSSR ist da nicht so zufrieden, aber dafür haben wir Unruhen keine. Und wir können jetzt natürlich auch, hier auf Kraftwerk Atom. Das friedliche Atom. U-Bahn. Fährt hier hin? Nee. Müssen ja irgendwo das Ding Platz haben und. Ja. Die Folge geht gleich zu Ende. Wieso ist der Schatten hier weg? Hier, hohe Priorität, bitte sehr. Dann haben es aber die Dingens, die. Religiös ein bisschen besser. Mediengebäude. Ein Mediengebäude. Wo haben wir das? Wieso nicht? Damn it. Ein Mediengebäude. Okay, brauchen wirklich Strom. Bürger. Haben wir überhaupt noch Wohnungen? Und wie ihr gerade gehört habt, die
Folge hier ist zu Ende, meine lieben guten Freunde. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin. Tschüss.